Programmmodus. Schauen wir uns den Programmmodus an. Ab Werk stehen fast 2000 Sounds zur Verfügung, die auf mehrere Arten aufgerufen werden können. Zum Beispiel mit den Up-Down-Tastern, dem Datenrad und dem Zehner-Tastenfeld. Diese Programs befinden sich in Bänken zu jeweils 128 Sounds, die man mit diesen Bank-Tastern aufruft. Die internen Bänke befinden sich oben, die User-Bänke unten. Die Bänke und Programs können auch im Display gewählt werden. Drücken Sie den Pfeil links neben dem Programmnamen. Mit den Tabs links wählen Sie eine Bank. Deren Programs werden dann rechts angezeigt. Die Bildlaufleiste bedeutet, dass es mehr Programs gibt, als momentan angezeigt werden können. Mit OK kehren Sie zurück zur Hauptseite. Drücken Sie vorläufig Cancel oder den Exit-Taster, weil wir erstmal das Programm Internal A000 Kronos German Grant anspielen möchten. Einer der Gründe der extremen Leistungsfähigkeit des Kronos sind seine neuen Sound Engines. Diese verwenden unterschiedliche Tonerzeugungstechnologien. Die meisten anderen Instrumente enthalten in der Regel nur einen Klangerzeuger, der nur Samples abspielt. Kronos ist da viel leistungsfähiger. Hier will ich die neuen Klangerzeuger oder Sound Engines kurz vorstellen. Die Wahl der Klangerzeugung geschieht übrigens automatisch. Sie brauchen also nur den gewünschten Klang zu wählen. Allerdings hilft Ihnen das Verständnis der einzelnen Technologien später bei der Wahl von Klängen für eigene Anwendungen. Da das Programm Internal A000 Kronos German Grant bereits gewählt ist, wollen wir mit diesem beginnen. Es beruht auf der SGX-1 Klangerzeugung, die speziell für Pianoklänge entwickelt wurde und alle Aspekte des Klanges berücksichtigt. SGX-1 spricht extrem große Samples an, die sich auf dem internen Solid State Drive befinden. Es gibt hier zwei SGX-1 Flügel, einen deutschen und einen japanischen. Für jede einzelne Note wurden 8 Dynamikstufen gesampelt. Loops kommen nicht zum Einsatz, deshalb sind diese Sounds so überzeugend. Da man bestimmte Klangaspekte abwandeln kann, wurden unterschiedliche Flügelcharakteristiken vorbereitet, die verändert werden können. Hier kann man zum Beispiel einstellen, ob der Deckel ganz bzw. halb offen oder geschlossen sein soll. Drücken Sie zuerst auf die Abbildung des Flügels und anschließend Lid Position. Mit dem Fader kann der Deckel angehoben oder abgesenkt werden. Je weiter Sie ihn öffnen, desto brillanter wird der Klang. Drücken Sie Exit, um zur Hauptseite zurückzukehren. Wählen Sie Program Internal A13. Die interne Bank A ist bereits gewählt, also können Sie mit dem Datenrad zu 13 George Duke Old and Funky Mark 1 EP gehen. Dieses Programm spricht die EP1 Klangerzeugung an. EP1 erzeugt E-Piano-Klänge und verwendet dafür die Multidimensionalsynthese, kurz MDS. MDS ermöglicht eine separate Steuerung der mechanischen Geräusche und der eigentlichen Klangfarben. Die Klangfarben werden analysiert und in zwei Dimensionen ausgegeben, Anschlag- und Abklingrate. Das ermöglicht stufenlose Anschlagvariationen und ein natürliches Abklingverhalten der unterschiedlichen E-Piano-Charaktere. Auch hier werden keine Loops verwendet. Diesen Klang wollen wir jetzt einfach mal abwandeln. Hier kann man mit Regler 7 die Intensität des angezeigten Vintage Orange Phaser Effekts ändern. Die EP1 Klangerzeugung kann aber noch mehr. Im Gegensatz zu herkömmlichem Sample Playback kann man die einzelnen Klangaspekte separat einstellen. Der Vektor-Joystick beeinflusst zum Beispiel das Hammergeräusch und den Noteneinsatz. Drücken Sie den Tone-Adjust-Taster, um noch weitere Parameter dieses Sounds zu editieren.
Dann können Sie mit Fader 4 die Abklingrate des Sounds kürzen oder verlängern, ohne einen künstlichen Eindruck zu erzeugen. Wir sind immer noch in der Internal A-Bank. Drücken Sie die Zifferntaster 5 und 4 und anschließend Enter. Dieses Programm verwendet die CX3 Tonwheel-Klangerzeugung und liefert authentische Zugriegel-Orgel-Sounds. Wie Sie sehen, wird der Tone-Adjust-Taster bei Anwahl dieses Programms aktiviert. Dann können Sie die neuen Fader wie die Zugriegel einer Orgel verwenden. Der Rotary-Effekt wird ebenfalls von der CX3-Engine erzeugt. Schieben Sie den Joystick kurz nach vorne, um die Geschwindigkeit zu ändern. Sie brauchen ihn nicht zu halten, weil er hier als Schalter fungiert. Wählen Sie Programm E27. Drücken Sie den Bank-UE-Taster und geben Sie mit dem 10er-Tastenfeld 27 ein. 1978 stellte Korg mit seinem Analog-Synthesizer MS-20 eine Legende vor. Die MS-20EX-Klangerzeugung erweckt die Sounds jenes Synthes zum frischen Leben. Da die Korg-Ingenieure jedes Detail der ursprünglichen analogen Schaltungen kennen, konnten sie diese mit physikalischen Modellen perfekt nachbauen. Es wurden sogar neue Möglichkeiten hinzugefügt. Diese Klangerzeugung unterscheidet sich nicht nur grundlegend von den übrigen Systemen im Kronos, sondern auch von anderen Analog-Synthes. Das Patchfeld des Originals gibt es auch bei der MS-20EX. Wählen Sie User E004 S&H 5th Comp. Drücken Sie das angezeigte Patchfeld. Drücken Sie zweimal VC01 Out. Und der Kasten blinkt. Drücken Sie jetzt den LPF-Eingang. Damit stellen Sie eine Verbindung zwischen VC01 und dem Tiefpassfilter her. Ab Werk stehen zwar schon viele MS-20EX-Sounds zur Verfügung, aber dieses Bedienfeld lädt natürlich zum Experimentieren ein. Wählen Sie jetzt über das Display das Programm User E62. Springen Sie mit Exit zunächst zur Hauptseite. Drücken Sie den Pfeil links neben dem Namen, weil die User E-Bank schon gewählt ist. Drücken Sie in der Liste Funky Power Bass. Und danach OK. Der berühmte Korg Poly-6 wurde 1981 vorgestellt. Dieses Programm beruht auf der Poly-6EX-Klangerzeugung, die jenen warmen Analog-Synthesizer perfekt simuliert. Allerdings gibt es hier mehr Hüllkurven, LFOs, Modulationsmöglichkeiten und so weiter. Wie viele seiner Zeitgenossen bot das Original für jeden Parameter ein separates Bedienelement. Beim Kronos ist das auch der Fall. Drücken Sie hier, um die Poly-6-Seite aufzurufen. Sie können die Regler-Symbole drücken und Ihre Einstellung ändern. Wenn Sie den Tone-Adjust-Taster aktivieren, lassen sich die meisten Poly-6EX-Parameter direkt beeinflussen. Schrauben Sie doch einfach mal drauf los. Es kann nichts passieren. Und gelöscht wird ebenfalls nichts. Drücken Sie Exit, um zur Hauptseite zurückzukehren. Als nächstes wollen wir mit einer anderen Vorgehensweise ein weiteres Programm wählen. Drücken Sie den Kategorienamen ganz oben im Display. Alle Programs sind einer von 16 Kategorien zugeordnet. Es gibt zwei User-Kategorien. Das erleichtert die Anwahl eines bestimmten Soundtyps wie Piano, Orgel, Gitarre und so weiter. Die Kategorie wählt man mit den Tabs auf der linken Seite. Es gibt dort auch Unterkategorien. Drücken Sie den Namen des gewünschten Programms. Wählen Sie die Fast Synth Kategorie und drücken Sie Internal A102 Raising Hammer Synth. Drücken Sie OK. Die Nachbildung klassischer Analog-Sounds ist natürlich eine feine Sache. Mit der AL1-Klangerzeugung kann man aber viel weitergehen. Auch hier wird ein Modeling-Verfahren verwendet,
das viel flexibler ist als die Arbeit mit Samples. Die Spielhilfen zeigen die wahre Flexibilität der AL1 Tonerzeugung. Hier leuchtet automatisch der Realtime Knobs Karma Taster. Die Karma-Funktion heben wir uns für später auf. RT steht für Realtime, das heißt die Echtzeitkontrolle mit den 8 Reglern. Die ersten 4 kontrollieren immer diese Parameter: Filter Cutoff, Resonance, EG Intensity und Release. Die letzten 4 können Sie frei belegen. Regler 8 und 7 sind oft dem Hall- und Modulationseffekt zugeordnet. Die Funktion der Regler 6 und 5 richtet sich dagegen nach dem aktuellen Programm. Probieren Sie es einfach aus. Übrigens lassen sich die Werksounds jederzeit wieder vom internen Solid-State-Drive laden. Sie können also unbeschwert eigene Sounds speichern. Wählen Sie mit dem 10er-Tastenfeld das Programm User D000. Zuerst Userbank D, dann 0 und Enter, das ist alles.